Quicktipp Nummer 26 geht auch nochmal darum, wie bekommst du Kontakte. Gehen wir mal wieder auf die Auszubildenden. Da gibt es ja ständig Messen und Ausstellungen und so weiter. Und das ist natürlich eine richtig gute Möglichkeit, um an Kontakte zu kommen. Auch hier kannst du, so wie wir es im Tipp vorher hatten, was anbieten, um Probleme zu lösen. Was auf der Messe auch sehr schön ist, mach einfach ein kleines Gewinnspiel. Sehr schönes Beispiel hat mir ein Fliesenleger mal erzählt. André Effing heißt der. Und er hat eine Dartscheibe aufgehängt und hat einfach einen kleinen Wettbewerb gemacht. Hey, die drei, die höchste Punktzahl haben, innerhalb dieser zwei Tage, die gewinnen einen Preis. Er hatte da Amazon- und iTunes-Gutscheine, also Sachen, auf die junge Leute eben stehen. Und die Gewinner, die wurden per E-Mail benachrichtigt. Und somit hatte er schon mal die E-Mail-Adresse von unglaublich vielen jungen Leuten. Und jetzt konnte er ihnen Informationen zusenden. Da waren natürlich viele dabei, die gesagt haben, hey, das interessiert mich jetzt nicht wirklich. Aber diese E-Mail musst du ja nur einmal verfassen. Und ich glaube, 6 waren dabei, die haben sich gemeldet, die haben Praktikum gemacht, da sind Ausbildungsplätze draus geworden. Also, hol dir Kontakte auf der Messe, schönes Gewinnspiel, Probleme lösen, muss gar nicht kompliziert sein, Dartscheibe oder was auch immer. Von mir ist auch ein Kicker. Also die Möglichkeiten sind ja wirklich unbegrenzt. Immer mit der Prämisse, hol dir die Kontakte, um dann aus den Kontakten was zu machen, die auf deine Seiten zu leiten, ihnen Informationen zu schicken.